kacke. Ultra kacke. Scheiße, ja. Scheiße, Mann. Kacke. Scheiße. Ja. Wir haben es ja gleich. Eine schöne Stadt. Haben wir nicht genügend Geld dafür? Oh. Schnell Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Mach Geld, mach Geld, mach Geld. Kosten. Oh, ich kann mir gerne eine Filterpumpe leisten. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Warum ausgerechnet die Pumpstation? Warum? Reicht alles nicht. Ich kann es nicht. Das ist alles scheiße, ja. Scheiße. Jetzt müssen wir das da vom Netz nehmen, weil das Wasser braucht. Und wir müssen auch das vom Netz nehmen. Ach, kacke, nee. Ah. Alles so teuer. Bockwurst. Können wir uns nicht leisten. Jetzt kann es ganz schnell gehen, dass wir pleite gehen. Ganz, 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 ganz schnell. Wieso muss das so teuer sein? Oh Gott, krieg ich das ganze Geld her? Ihr müsst jetzt leider alle mehr zahlen. Es ist mir scheißegal, was ihr für Probleme damit habt. Hä? Mist. Mistikack. Wo ist das Pupu? Ei. Gleich wird es ein Wasserproblem in der Stadt geben. Gleich werden... Ja, die Gebäude brauchen Wasser. Mimi. Ja, dann nehmen wir die Gebäude so lange vom Netz. Sorry. Dann läuft das mit dem Wasser auch wieder einigermaßen. Da haben wir wieder ein bisschen Überschuss. Ja, die Gebäude brauchen Wasser, ich weiß. Alle Fahrzeuge im Einsatz. Ja, sorry, ich muss erstmal alles vom Netz nehmen, damit wir wenigstens einigermaßen mit dem Wasser hinkommen. Okay, jetzt kann ich, glaube ich. Oh, nee, immer noch nicht. Es war noch zu teuer. Scheiße. Ist da jetzt kaputt gegangen? Die Stadt brennt. Du heilige Scheiße. Mann, warum muss ich ausgerechnet die Katastrophe kriegen? No. Mein ganzes Einkommen. Mein ganzer schöner, perfider Plan. Ich meinte, mein ganzer schöner Plan. Mimi. Warte, das war noch hier die dicke Straße. So. Sniff. Okay. Zack. Okay, jetzt haben wir wieder genügend Wasser. Puh. Können wir die hier drüben wieder löschen? Das war jetzt nur so Notbehilfnis. Ja. Oh, wir wollen wirklich den Wasserturm gleich. Ja, oh, wir wollen das wirklich machen. Ja. Alter, Schawutzki. Dann lassen wir das mal so laufen. Euski, Boyski, Double Boyski. Dann können wir das ja wieder alles halt. Kein Doppelklick gemacht. Können wir das wieder aktivieren? Das halt. Ich habe keinen Doppelklick gemacht. Was wollen die immer von mir? Das ist alles aktiv, ne? Die Polizei war. Die habe ich ausgeschaltet. Ansonsten lief alles noch, ne? Ich habe nichts ausgeschaltet. Die sind bei 48%. Hier geht alles kaputt. Das ist toll. Das läuft auch. Alles brennt. Großartig. Ja, Wasser läuft ja gleich. Wasser läuft gleich. Wasser kommt ja gleich. Langsamer Feuerwehr. Ich gebe euch langsam. Wir haben zwei Feuerwehren, ey. Scheiße, Mann. Scheiße. Die Kacke. Scheiße, was ist hier los? Ach, Wasserknapper. Ja, Wasser kommt. Wasser kommt doch schon. Hier, wir pumpen doch schon. Guck doch da mit unserer schönen Filterpumpe. Mann. Manno. Wasser kommt. Ja, gut. Okay, ich bei der Arbeit. Ich bei der Arbeit. Was? Ich soll jetzt mein Rathaus upgraden? Leute, werden mir einen Vogel zeigen. Ich mach erstmal Wasser, Mann, bevor du dein Rathaus upgradest. Hier schon wieder. Oh, scheiße.
Wollte alle ausziehen. Wir ziehen aus. Kein Wasser. Mimi. Zieh doch aus. Mir doch egal. Hau ab. Geh doch weg. Können wir alle auch nicht leiden. Ihr seid alle blöd. Ach, Mann. Oh. Blöder Meteorit. Ja, wenn ich den Meteorit in die Finger kriege, ne? Ich mach den Messer. Ich sag's euch. Da kann eh nichts gebaut werden. Ach, blöd. Naja, gut, war schon schlimmer. Was ist jetzt hier drüben wieder los? Ressourcen erschöpft. Ja, das Plastik ist den Leuten ausgegangen. Die müssen ja jetzt erstmal wieder hier, ne, da und so. Das dauert ein bisschen, das dauert ein bisschen. Die Ressourcen sind gar nicht erschöpft. Was ist hier los? Ölvorräte erschöpft. Wir haben nicht mal Öl auf dieser verdammten Map. Es labert keinen Scheiß. Okay, wir haben wieder Strom. Wir haben wieder Wasser. Und unser Apupu läuft auch. Also ist alles in Ordnung. Das war knapp. Huh. Meine Güte, meine Nerven. Die ganzen Kredite da, die wir dafür aufnehmen mussten. Ich glaube, ich möchte erstmal wieder ein bisschen die Steuern erhöhen, damit ich mehr Geld kriege. Wir verdienen halt hauptsächlich durch unglaublich großes Wohngebiet Steuern, aber die Leute sollen mal nicht so viel zahlen. Lassen wir das mal so laufen. Ja, ich weiß, dass ich das upgraden kann. Irgendwann mal. Weil jetzt meine Sympathierate wahrscheinlich im Arsch ist, nicht so ganz. Naja, es geht. Oh, die Leute verzeihen mir dafür, dass Meteoriten auf uns eingeprasselt sind. Nicht schlecht. Dafür, dass wir so eine hohe Bevölkerungsrate haben, ganz allen Ernstes. Naja. Oh, die ersten. Wow, voller Zuversicht werden hier Wolkenkratzer gebaut. Voller Zuversicht. Ach ja, ein bisschen Meteoritenschauer. Egal. Duppidu, ich baue jetzt meinen Wolkenkratzer. Lalalala. Und wie seid ihr hier mit dem Forschungsprojekt da? 59%. Gut. Meine Fresse. Ich brauche unbedingt die bessere Turbinenzeugs. Und ich hoffe jetzt mal sehr auf Anstellung. Genügend Arbeiter. Die arbeiten nicht. Ja, wenn wir die Gewerbegebiete genug haben, dann hau ich die hier halt wieder weg, meine Fresse. Wir ziehen alle aus. Mimi. Warum steht ihr aus da? Ich lösch dich gleich mit, du. Da steht nur ein Haus, Jo. Bauen wir halt noch mehr Wohnhäuser. Stadt kann sich halt nicht entscheiden, was sie haben will. Mir doch egal. Gut, dann kann ich jetzt das wieder ein bisschen senken und ich kann schon mal hier da einen Kredit abbezahlen. Dann machen wir wieder Plus. Komm, dann machen wir 10% Steuern, das reicht. Oi. Kommt da einfach so ein Meteoritenschauer und Sollen wir noch den Wu-Turm? Ihr könnt mich mal mit eurem Wu-Turm und eurem Maxi-Nazi-Mann. Schiebt ihn euch sonst wohin. Hast so viel Prinz Psycho-Livestream geguckt, wie ich gerade bei mir selber feststelle. Wie sieht's hier mit dem Handelsposten aus? Ja, okay, da müssen wir erstmal viel mehr Gewinn machen. Umschlagplatz lohnt sich jetzt gar nicht. Jetzt haben wir hier wieder, Was ist hier los? Wir brauchen Plastik. Importieren Sie etwas oder bohren Sie nach Öl und müssen eine Höhle verringern. Nein, danke. Ich will kein Plastik importieren. Wir machen alles mit Recycling. Das klappt eigentlich in der Regel ganz gut. Wertstoffe, Materiallagerung, lalala. Das ist auch voll ausgebaut. Wir sind am absoluten Limit bis auf die Dinger. Dann werden wir die nochmal erweitern. Und das hier sind unsere Garagen für Wertstoffsammellager-Dingsbumse. Das kann man jetzt gar nicht mehr erweitern. Das ist ja toll. Ist ja schön, da freue ich mich total. Das klappt ja super. Alles toll, super schön. Scheiße. Wow, ich meine, hallo, unsere Müllabfuhr deckt die ganze Stadt an. Ich weiß gar nicht, was die Leute für Probleme haben. Sieht hier immer noch aus, da drüben welche? Da sind noch heute. Ja, die sind zu verkaufen. Die werde ich auch nie abreißen, wenn die zu verkaufen sind hier. Ja, wo wir auf die Reihe kriegen, Kinders. So, ich wäre jetzt dafür, dass wir eine neue Stadt anfangen und die hier erstmal so über sich überlassen. Hier sind nämlich, wie wir sehen, halt viele offene Jobs. Es könnte interessant werden, wenn wir dann unsere Leute pendeln lassen. Dafür sollten wir einen Bahnhof bauen. So.
Schließlicher Plan. Ja, unglaublich, oder? Ja. Dafür müssen wir dann aber ein anderes Rathaus haben, damit andere Upgrades kommen und. Und die kann man dann hier weiter erstmal in der Windturbine forschen. Bei 63%. Ich würde es eigentlich gerne fertiggestellt haben, bevor wir zu einer neuen Stadt gehen. Der arme Zug hier mal. So, kein Bahnhof. Ich fahre wieder. Bip-bidip. Ist die Leute los? Roni Finanz, was? Was los? Was los mit denen? Warum sind die Leute so unglücklich auf einmal? Warum kriege ich auf einmal kein Geld mehr hier? Habe ich hier viele Keime? Warum sind die alle zufrieden? Ich weiß gar nicht, was die haben hier. Dann erhöhen wir halt die Steuern. Ist mir doch egal. Scheiß auf Probleme. Nachfrage nach Wohngebieten ist wieder so extrem gestiegen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Wenn die Nachfrage nach Wohngebieten so hoch ist, dann hauen wir hier die mal raus. Die reißen wir mal ab. Zu hohe Steuern? Schiebt euch eure Steuern in den Arsch. Das hauen wir weg. Das hauen wir weg. Das hauen wir weg. Das hauen wir weg. Und dann packen wir hier, würde ich sagen, Wohngebiete rein. Sollte doch klappen, Mensch. Komm. Mehr Leute sind mehr Leute sind mehr Leute. Meine Güte, drohende Finanzprobleme haben wir schon hier. Was ist da los? Was war da denn los? Ja. Was? Ich soll ein Handelsimperium aufstellen. Oh, nehmen Sie einen Umschlagplatz auf. Ja, mache ich jetzt nicht, aber ich könnte ja mal das im Auge behalten. Ja, dann hier, komm da, baut überall Wohngebiete hin. Komm, überall hier, da können überall Leute wohnen. Hier ist doch überall Platz, da ist auch noch Platz, da kann auch noch jemand wohnen. Hier kann auch noch jemand wohnen, da kann noch jemand wohnen und hier noch jemand und da überall dazwischen. Überall können noch Leute wohnen. Habt euch doch nicht so. Hier im Industriegebiet ist bestimmt auch schön. Hier dazu wohnen, da wohnen, hier wohnen, hier, da außenrum wohnen, da kann auch noch jemand wohnen, da. Jetzt will ich kein Jammer mehr über irgendwelche Wohngebiete hören. Hier wird nicht gejammert, die Jammerlappen. Was ist hier schon wieder los? Upgrade für die Bürgermeistervilla. Schiebt euch eure Bürgermeistervilla-Upgrade in ein. Sonst wohin? Will ich jetzt nicht. 60.000 Leute. Ja, immer mehr. Ist gut. Dann warten wir jetzt mal, bis das hier mit dem Großprojekt durch ist. 75%, nicht mehr lange. Und ich hätte so gerne. Ich hätte halt so gerne schon Züge. Das brauchen wir allerdings eine Verkehrsabteilung in der Region. Was ist jetzt schon wieder los? Wie viele brauchen wir hier? 75? Oh, 75 Leute. Scheiße, ich geh doch nicht. Haben wir noch irgendwo Straßen, die abgeupgradet werden müssen? Jupp, die können wir noch upgraden. Sonst sehe ich aber eigentlich keine. Ist alles schon auf Maximum. Sieht's hier aus? Wollt ihr in der Dichte mal irgendwie so mehr so weniger? Ja, habe ich ja mitgekriegt. Bürgermeistervilla und so. Mich interessiert aber die Bürgermeistervilla in Pups. Na gut, dann upgraden wir halt die Bürgermeistervilla. Huhu! Oh, wir haben mal keine Demonstranten. Das ist immer was ganz Neues. Endlich! Endlich keine Demonstranten! Krieg ich ja gleich hier voll den Hydranten vor lauter Demonstranten. Komm, eine Fahne hinstellen. Es reicht. Limit erreicht. Leute müssen zufrieden sein, wenn es eine Fahne gibt. Maximum. Was ist hier schon wieder mit dem Müll los? Leichtmetall, Wiederverwertung, Lager voll. Aber wir verkaufen doch auch Leichtmetall ab hier. Leichtmetall wird exportiert. Ja, das ist ja. Moment. Wie jetzt hier? Wieso? Halt, wollte ich gar nicht. Hier, komm her, du. Dann kriegst du hier mehr Wagen zum Abholen. Wenn du hier noch was ab... dann... dahin. So, mal gucken, was passiert. Ob das so klappt mit der Prozessorfabrik und ob das dann abgenommen wird. Und wir verkaufen hier bei der Weltmarktlieferung immer noch die... Oh, hab ich nicht auf Export gestellt, weil ich dumm bin! Ja. Das ist toll. Tonnenweise Prozessoren. Und ich hab die nicht verkauft! Was hat die Feuerwehr schon wieder für Probleme? Chemiebrände. Oh, wow, 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 wow. Oh, Chemiebrände sind nicht gut. Chemie-Dingsbums. Da. Was ist denn das Geld? Wie viel kostet das? Mann, ich muss auf warten, bis die Stunde rum ist, dann kann ich was kaufen. Sekunde, 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 wir tun gleich was gegen die Chemiebrände. Kann ich aber noch nicht kaufen dann. Puh! Handelstransaktion des Monats. Ach so, jetzt kann ich ja. Das ist nicht gut, Geld.
Wups, so, da brauchen wir gleich zwei davon hin. Dann haben wir mit Chemiebränden nämlich keine langsame Feuerwehr. Ich gebe dir gleich langsame Feuerwehr hier. Oh, und wir können unsere Villa upgraden. Wuhu, damit wieder demonstriert oder was? Das ist mir egal. Upgrade, upgrade, upgrade. Und zwar machen wir jetzt die Verkehrsabteilung. Und zwar da oben drauf. So, sieht schön aus. Oh, schön. Ah, so ist hübsch. Schöne Verkehrsabteilung. Mm-hmm. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und dann können wir nämlich auch unseren Bahnhof bauen. Und zwar Bahnhof per Personenverkehr, Schienen zur Anwendung des Bahnhofs. Alles einsteigen, stellen Sie diesen Bahnhof für die Züge der Regionen an Schienen auf die Hochgeschwindigkeit, bringen Pendler und Käufer angewohner Städte sowie Touristen unter anderem mittleren Einkommensschicht aus der Region in die Stadt. Alles einsteigen, stellen Sie den Bahnhof für Züge und Regionen an die Schienen auf die Bewohner angewohner Städte, pendeln mit den Zügen. Ja, dann machen wir das doch mal hier.